So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir sind wieder dabei am Start und ich muss mich mal beeilen, weil wir jetzt gerne weitermachen wollen mit der nächsten Route, und zwar der Route 8. Route 7 ist abgearbeitet und haben alle Pokémon gefangen, soweit ich das jetzt überblickt habe. Und unser Team hat sich dann doch blicken lassen. Wir haben uns nämlich mit Mopeko verstärkt. Ein Pokémon vom Typ Elektro und Unlicht. Ich gucke es mir kurz mal an, ich muss mal kurz eben schauen. So. Okay, ich muss tatsächlich meine Teamnamen eben noch mitteilen, das ist natürlich jetzt auch noch klug. Wobei, kurz ist weiblich, dann sieht es mir aber herzlich egal. Es passt immer weiblich, also wenn nicht bei mir in die Liste. Ich achte ja so ein bisschen auf die Geschlechter der Pokémon. Deswegen. Aber Mopeko kann auch weiblich sein. Es gibt was von Mary, ist auch weiblich. Ich weiß es aber gerade nicht aus. So, gucken wir mal gerade rein. In unseren Neuzugang. Es kann. Bis Funkensprung, Folterknecht und Agilität. Folterknecht und Agilität fliegen natürlich noch raus. Bis und Funkensprung wird natürlich drin bleiben. Ah, erstmal zumindest. Und ich gucke mir gerade mal eben, ob ich noch ein paar Items habe, beziehungsweise ein paar Möglichkeiten habe, dieses Pick ein bisschen aufzubauen. Von den Attacken her zumindest. Ob ich irgendwie was Cooles habe. Kann ich aufwenden? Ne. Gelbe. Tiefbiskus kann es auch nicht lernen. Erholung braucht man nicht. Bürde. Kann nur Octatoll lernen. Obwohl Octatoll auch noch keine wirkliche Geistattacke beherrscht aus der Dunkelklaue. Deswegen schmeiße ich jetzt tatsächlich Irrlicht raus. Und hole mir mit Bürde eine zweite Attacke rein. Statusproblem. Ist das kein Problem? Aber das hätte ich ja lassen können. Na gut, egal. Gucken wir mal gerade, was wir hier noch haben. Was haben wir denn noch Schönes? Gegenstoß ist vom Typ Unlicht. So, dann nehmen wir das damit rein. Ich bräuchte noch eine zweite Elektroattacke, ne? Naja, gucken wir mal. Wir machen heute weiter mit der nächsten Route. Das ist die Route 8. Diese Felsroute. Und ein erstes neues Pokémon, was uns jetzt auftauchen, was auftaucht, ist Gladiandri. So, das möchte ich natürlich gerne fangen, weil ich die Pokémon jetzt auch verbrauche. Hier findet ihr, naja, Gladiandri habt ihr schon gesehen, noch einige weitere Pokémon. Es war natürlich jetzt alles anders klug. Aber ich denke, das wird doch mal auftauchen. Was haben wir hier? Oh, ein Hippoterus. Warte, mit Sandsturm, okay. Aqua-Welle. Ich sehe gerade die ganzen Pokémon weg, ne? Tripoli möchte ich gerne noch mitnehmen, weil ich möchte jetzt auch ein bisschen hier fangen und auch auf dieser Route, also nicht den Teil jetzt. Die Route 8 besteht aus zwei Teilen, und zwar eine Route für eher für Boden- Kampf-Pokémon und eine Route, die auf Eis-Pokémon spielt. Ein Eis-Pokémon werden wir uns auf jeden Fall ins Team nehmen, und ich guck mal, ob wir es heute tatsächlich noch geschafft bekommen, dieses Pokémon ins Einzusacken. Erstmal möchte ich diese Tripoli fangen. Mit dem Hyperball lässt es das ohne Probleme zu. Dann haben wir das auch schon. Dann fehlen uns, glaube ich, jetzt noch 16 Pokémon. Dann hätten wir die 100 voll. Aber das heute in dieser Folge, die Aufnahme zu stehen bekommen, weiß ich noch nicht. Aber ich will es irgendwie versuchen hinzukriegen. Wie gesagt, ich möchte so gut wie möglich alle Pokémon fangen. In diesem Spiel. Und dieses Pokémon haben wir doch auch noch nicht. Das ist ein Geronimas. Geronimas können wir ja von dem Faktor haben auf der Route 7.
Der hatte eins auf jeden Fall im Team. Wir könnten wir dieses Geronimatz auch einsacken und sieht mir bitte gerade nach, dass das hier im Hintergrund ein bisschen lauter ist. Die Katze hat die Katzen haben. So, Geronimatz auf jeden Fall ist im Sack. Die Hügelbein lässt sich deutlich einfacher jetzt gerade alles fangen. Teller Level 44 mittlerweile schon. Einen weiteren Eintrag geht dazu. So, okay. Das eine Geronimatz haben wir ja schon. Hier ist nichts weiter. Und da haben wir nochmal ein Gladiandri, das ich eben irgendwie fälschlicherweise besiegt habe. Das wollte ich nämlich gerne noch mitnehmen. Weil das Pokémon Nummer 3 wäre auf der Liste. Okay, das muss ich tun. Das muss ich gerade nicht. Was denn? So, ach, du setzt die Masse ein und push, setz unsere Initiative runter. Nö, ich bleib mal weg. Das ist die andere, das muss ich gerne mit einsacken. Komm mit einsacken. Ich befürchte, dass es dann tatsächlich dazu stirbt. Ah, Scheiße. Scheiße, für Metallzaun. Was ist denn die Metallzaun? Das letzte gewesen. Das hat sich wahrscheinlich einfach nicht zu sehr gewehrt. Na gut, egal. Es wird häufig auftauchen. So, jetzt mal einen Supertrank auspacken, damit ich mal weiter machen kann. Ach, guck mal, da ist doch schon wieder eins. Ach ja, die tauchen ja häufig auf. Also das tut jetzt nicht besonders weh. Ich hoffe, dass dieses Pokémon ein bisschen anders drauf ist als das, was wir davor hatten. Ja, das bleibt drin. Dann haben wir auch gleich die anderen. Das war Pokémon Nummer 3 von 16. Die war versuchen zu fangen, um wirklich auf diese 100 zu kommen. Müsste bei 86 sein. Oder 87, irgendwie sowas. Gucken wir mal gerade. 88 haben wir sogar von 166. Ich glaube nicht, dass wir den Pokédex vollkriegen. So, Geronimatz ist tatsächlich ein Pokémon, was sehr anhänglich ist. Das kennen wir ja schon aus der letzten Folge. Da waren es ja Mautzinger und Gaunus und so. Sie meinten, hey, wir könnten ja mal ein bisschen an dich anheften. Obwohl du einfach nur schon mit dabei hast. Also, glaube ich, beide schon gefangen. Und da ist ein neues Pokémon, was wir noch nicht haben. Und es war ein Golbit. Vom Typ Geistboden. Haben wir aber schon. Also, auch diese Typkombination mit Box, was wir uns auf die Route 6 geholt haben. Also, meine Freundin Kabaya. Die Entwicklung kriegt ihr ganz einfach hin. Ihr geht einfach in die Naturzone, da ist dieses Brückental, das ist das Felsbrücke und da ist es ohne Level anziehen zu kriegen. Sondern einfach durchgehen und dann geht es. Also, nur kleine Füße mit 49 KP abgezogen und Schaden aus dem Kampf. So. Ihr müsst jetzt keine Führer sitzen, um euch ja KP runterzuziehen. So, komm, mit Hammer. Sondern einfach, ihr müsst ein Pokémon haben, das ist 49, das euch 49 Kapitel zieht. Und dann hat diese Kiki uns Brückental und diese Wolke durch, dann kriegt ihr das Pokémon. Ansonsten guckt ihr da mal die Folge, da müsste irgendwo Route 6 oder die Folge nach Route 6, glaube ich, oder
das ist. 15, 14. Oder sowas. So, okay. Gucken wir mal, was hier noch sich versteckt. Oh, ein Thanakona. Seine Vorteile kennen wir ja schon. Nur Thanakona kennen wir noch nicht. Der Zwischenfall ist vor, dass wir zur Route 6 gegangen sind. Ihr erinnert euch. Da gab es ja den Zwischenfall mit Team Yell, das ein... Ich hätte es gar mitgenommen. Das sind also Pokémon, die uns blöd durch die Lappen gehen. So, ich guck mal kurz, ja, weil es ziemlich hoch ist, wo Level ist. Duflo immer allein sitzen. Duflo sollte ein bisschen weniger KP abziehen. Duflo soll sich auch noch ein bisschen entwickeln, soll sich dann zum Bella weiterentwickeln. Alter, und war was. Ein Zuckerl! Ein weiteres Gast-Pokémon. Na dann. Mit deinem in den Sack mit dir. Du möchtest nicht, natürlich nicht. Okay, wir können jetzt mal nicht fliehen. Zwirklub ist ein Pokémon, das auch im hohen Gras. Also, wir mal, welchen Pokémon hier gleich auftauchen dürften. Und zwar, Golbit haben wir schon. Selimantor in beiden Editionen. Krepoli in beiden Editionen. Gladiandri haben wir. Krepoli haben wir auch benutzt. Geronimats auf Schwert und Schild ist es Gallig. Geronimats haben wir auch schon gefangen. Tukidemaro selten. Und dann gibt es noch Lunastein in Schwert Sonnenfell in Schwert und Lunastein in Schild. Immogras findet der Bronze und Zwirklub, was wir jetzt gerade gefunden haben. Alpollo, Rion, Pion Draghi, Sanaconda, Hypoteros und Legios. Legios werden wir gleich noch finden. Das läuft hier irgendwo rum, genauso wie auch das Castellit. Ja, das sind zwei Pokémon jedenfalls, die wir so finden. Ja, auch das war's. Die Potepas haben wir schon gesehen, wie gesagt, Sanaconda haben wir schon gesehen. Die sind beide ein bisschen durch den Sack gegangen. Diesen Zwirrkopf stehen wir gerade so ein bisschen gegenüber. Ich möchte das gerne natürlich fangen. Das soll unser Pokémon, also nicht unser Pokémon, seine Quarte finden. Ha, ich bin bereit. Ich bin bereit für die Verbrennung, okay. Wüsste ich jetzt gewesen, wenn er gestanden hätte, die Kur brennt bereits. So. Oh, ein Lakito. Du hast die Folge auch schon eingehabt. Und jetzt reicht es hoffentlich, um dieses Zirkum zu fangen. Yeah, liebe Leute, wir haben es. So. Zwirklopp ist unser. Ist im Sack. So, da ist noch ein weiteres Pokémon. Vielleicht haben wir noch was anderes jetzt gerade, wo wir ein bisschen Glück haben. Und da ist dieses angesprochene Legios. Dieses Pokémon ist eigentlich eher selten aufzufinden, wenn man die Gras versteckt, aber wir haben jetzt Glück und finden tatsächlich eins. Ist immer so ein Programm. Also, lasst euch bitte nicht täuschen, es ist Typ Kampf. Es ist nicht Käfer, nicht Unlicht, es ist rein Typ Kampf. So. Es besteht eigentlich aus 5, glaube ich, wenn ich das sehe. Legt ihr das einfach versuchen zu fangen? Wenn es dann mal zulässt, und da sind wir so 6 sind wir tatsächlich mit 5. Level 38 ist es. Und sie ist natürlich zu fangen. Klingt uns mit dem zweiten Lieferball. Dann haben wir das auch drin. Ich hoffe, dass wir tatsächlich in dieser Folge noch unser nächstes Team empfangen. So. Gut, dann haben wir das auch weg. Die zwei haben wir schon. Und dann würde ich hier unten gerne weitermachen, weil jetzt ewig da oben rum zu gurken. Ist. Na klar, okay. So, Metallion. Nein. Ich hab bestimmt immer noch einen Feuerheiler, ne? Ich habe gar nicht benutzt. Das ist ein Heiler.
So, und diese Ärztin hier möchte ich einmal kämpfen. Ein Objekt bitte. Ist das vielleicht eine Gesundheitscheck deiner Pokémon? Ja, ist eine Ärztin. Ich hätte auch eine Forscherin sein können. Hier ist aber eine Ärztin für Romina. Und sie fängt natürlich jedenfalls mit einem Pflanzen-Pokémon an. Und zwar Roselia. Das heißt, wir haben Pflanze gerade drin. Okay, das müssen wir tatsächlich ein bisschen ändern. Das heißt, ich gehe jetzt auf den Inferno-Pot. So, Flammrad. So, unser Drachen, unser Drachen, ja, auch, das auch. Kriegen wir auch erst später. Nach der Route in Moin, das ist dann irgendwann die nächste Route. So, Primano. Und dann darf ich zum ersten Mal im Kampf Mob Pico begrüßen, unser Neuzugang aus der letzten Folge. So, dann gehen wir auf Biss. Was reicht denn so, Mano? Das hätte ich auch nicht erwartet. Ich hätte gedacht, okay, ein bisschen würde es wahrscheinlich noch kriegen oder haben. Aber tatsächlich reicht es, um von Mopeko erledigt zu werden. Mopeko ist ein ganz cooles Pokémon, wie gesagt, weil es zwei verschiedene Formen hat. Das ist ja die Ängste, die Verteidigungsform. Das ist ja jetzt interessant, was haben wir hier noch? Ich glaube, da auch noch was aufnehmen. Dann ist hier oben liegt hier wahrscheinlich ein Item, und zwar ein Neustein. Wir brauchen aber einen Sonnenstein, damit ist das erst ehrlich gesagt egal. Und was haben wir hier noch zu fangen? Auch ein Zanaconda! Arnold! So, dann werde ich mir kurz mit dem Gigasauger mal ein bisschen was an Lebensenergie holen. Ich hoffe, dass es das überlebt, dann kann ich es nicht fangen. Das Anaconda ist natürlich eben schon durch die Lappen gegangen. Das wollte ich nämlich gerne noch mitnehmen. Und es reicht, um es zumindest schwer zu schädigen. Und das nehme ich gerne mit. Ja, und Zanaconda geht bei uns definitiv ins Netz. Zurück mit dem ersten Ball. Du Level 43 hier ist es jetzt schon. Wow. Gut, jedenfalls sind wir es mal in die Box. Dann haben wir Zanaconda auch. Und da oben ist noch ein Item und ein Golbit. Und vor allen Dingen ist da noch ein Item-Pokémon. Oh, ein Piodraki. Okay, das Piodraki ist tatsächlich auch relativ selten. Gehört auch zu den Pokémon, die sich im Pokédex und im hohen Gras versteckt. Bronzang haben wir noch nicht gesehen. Alpoluri auch noch nicht gesehen. Und den Rest haben wir eigentlich tatsächlich sogar schon gesehen. Wir haben ja fast alle mittlerweile Pokémon hier auf dieser Route. So, dein Toxin tut der überhaupt nicht. Übel vom Typ und nicht Gift, nur so nebenbei. Und versuche es zu fangen. Geodragi habe ich ja in Pokémon Schild sehr lange im Team gehabt. Oh, so, Pfannkriege. Jawoll! Oh, auch mit dem ersten Ball da hinten, da war. Dann nehmen wir das mit. Ich weiß nicht, wie damit beim Geodragi eine Probleme finden. So. Man gibt und nicht und nicht Käfer, irgendwas von Entwicklungsgruppe Käfer gibt oder so. Sehr geil. Ist auch schon weg. So, dann nochmal hier oben. Aber Moment, ich habe da was vergessen. Da oben war noch ein Item, was ich gerne mitgenommen hätte. So, was ist hier noch ein Pokémon? Und guck mal, ob wir was haben, was wichtig ist. Ja, das nächste Pokémon, was uns tatsächlich auf der Liste ist. Eigentlich ist. Und damit fehlt es eigentlich nur noch tatsächlich dann das Bronzong und das Rihorn. Alles andere haben wir schon. Ich hoffe, dass ich das jetzt ohne Probleme gefangen bekomme. Das Alpoder, vielleicht kriege ich ja sogar einen vollen Ball. Mit voller KP sowas. Jawohl! Yes! Alpoder auch drin. Fast alle Pokémon, die mittlerweile schon im hohen Gras gesteckt sind, auf dieser Route.
Scheiße, auch das Apollo geht in den Sack. So, das Item haben wir ja. Das waren ja diese Kapseln X-Verteidigung. Nichts weiter. Doch, da geht's weiter. Da unten haben wir Legios. Ich sage, die geht auch nach unten und seht die Mantor. Sehr geil. Und vor allem ist hier noch ein Item. Und zwar einmal die TM96. Schmalhorn. Müsste vom Typ Stahl sein. Das ist gut. Das ist gut. So, dann haben wir. Da unten sind wir hergekommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Nee, ich wollte das Item aber noch nicht das Tripoli. Das Tripoli haben wir nämlich schon. Dafür entkommen wir jetzt mal fleißig. So, und irgendwo war gerade noch ein Pokémon. Und zwar hier. Ach, ein Apollo. Und dahinter sind hier die Mantra, wenn ich es richtig gesehen habe. Noch schnell aufgeploppt. Apollo, die kann man schon. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Na, super. Flucht gescheitert. Tiefschlag bringt dir nichts. Jetzt gibt's es nochmal. Hallo. Ja. Da ist uns hier die Mantur. Und dann gucke ich gerade mal durch, was es noch fehlt. Goldet haben wir. Also die Mantur haben wir jetzt gleich auch. Tripoli, Gladiandria haben wir. Geronimatz haben wir. Es fehlt also nur noch Togolmaro und Lunastein. Ja, und Togolmaro und Sonnenfell. So, wenn das ist es richtig. Also, es fehlen halt nicht mehr viele Pokémon auf dieser Route. Ich glaube, 4 sind es überhaupt noch. Und dann haben wir die nächste Route voll abgearbeitet. Dann haben wir alle Pokémon hier gefangen. Außer das, was wir noch uns dann am Ende holen werden, nämlich das Castellit. Aber das weiß ich nicht, das ist am Ende der Route. Aber erstmal hole ich mir dieses Sedimantur. Das ist auch abgearbeitet. Dann halte ich das auch uns. Sehr gut. Dann haben wir das auch weg. So, Mauzinger möchte ich erstmal Schlitzer lernen. Dafür geht's jetzt. Oh, jetzt kann ich gar nicht machen. Guck mal, kann. Okay. So. Pokémon auf jeden Fall mit einem Ewigstein hat's gehabt. So, eigentlich müssten wir jetzt alles dann haben. So, das und das Golbe, das weiß ich, haben wir. Das weiß ich, alle von den dreien. Doch, weiß ich nicht nochmal. Okay, da steht jetzt, weil jetzt so im Weg, dass wir da nicht rankommen. Ein Elixier. Das ist hier oben noch ein Pokémon. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein nächstes Pokémon finden. Ein Hypoteros, das haben wir noch. Und zwar für die Fete. Und dann müsste eigentlich nur noch zwei Pokémon fehlen, die uns auf der Liste, zwei Pokémon dabei sein, die uns auf der Liste fehlen, dass die unser Moongras sind. Okay, das Hypoteros möchte nicht. Und dann machen wir mal ein bisschen weiter mit der Route, weil jetzt ewig hier nach Pokémon zu suchen, klar ist es halt jetzt reizvoll, alle zu fangen. Volle KP. Okay, gut, dann machen wir das anders jetzt. Ja, ich hole mit Gigadogger mal noch ein paar KP. Ich glaube, das ist das nichtere Kill. Nö, wird's nicht. Okay. Aber ich halte mir mal kurz meine KP wieder hoch.
So, einmal kurz mitnehmen. Und dann ist auch Hypoterus unsers. So, wie gesagt, uns fehlen jetzt eigentlich nur noch die versteckten Pokémon Bronzong und Rion. Dann haben wir auch alle. Das ist auch gut so. Ja, dann nehmen wir das Item hier oben noch schnell mit. Das sind übrigens drei Luxusbälle. Und hier befindet sich noch ein Zwirkraut. Das haben wir ja schon eingesackt. Das gehört schon noch. Da seht ihr auch oben rechts den Pokéball, diesen roten Pokéball, der bedeutet einfach, das Pokémon gehört von uns. So, und Legios, lasse ich gerade mal außen vor. Sedimantor habe ich schon. Oh, da haben wir ein weiteres neues Pokémon, was uns noch nicht auf der Liste, das ist noch nicht auf unserer Liste befindet, nämlich Togedemaru. Und damit fehlen uns eigentlich nur noch Sonfell und Rihorn und Ponzong. Also drei Pokémon, vier Pokémon habe ich noch mit Katze liefert. Das Togedemaru möchte ich gerne einfangen. Das ist vom Typ Elektro-Stahl. Dieses kleine Pokémon möchte uns natürlich nicht in den Ball gehen. Ich dachte jetzt gerade. Okay. Ich muss jetzt mal mit in den Ball. Ich habe hier 28 Hyperbälle verbraten. Das ist ja dann 39. Aber auch Togedemaru bleibt drin. Und damit haben wir das auch drin. Im Sack. Also fehlen uns tatsächlich nur noch zwei, drei Pokémon. Und dann haben wir hier einmal die komplette Route leer gefangen. Ja, das ist immer mein Ziel. Ich kann es natürlich nicht mit der Route klappen, weil sonst dauert es halt dann irgendwie 40 Minuten pro Folge. Wie wir das dann jetzt in der letzten Folge schon hatten. Auch bei 35 Minuten oder so. So, hier. So, dann holen wir uns mal die kurze Trainerin hier. Und dann machen wir weiter. Also ich mache die Route hier noch zu Ende mit dem Teil. Mit der nächsten Route müssen wir gucken. Wie viele unserer Pokémon da noch fehlen, das ist dann nicht ein Spiel. 1, 2, 3, sind 4 Pokémon. Das heißt, die Runde ist nicht lang. Aber wir machen es trotzdem dann weiter. Oh, sie hat Groldra. Groldra hatte ich tatsächlich, also nicht die, nicht es selber, sondern ich hatte seine Endentwicklung mit Katapuldra. Hatte ich im Team bei Pokémon Schild. Da habe ich dann zufällig eins gefunden und dachte, mir das Pokémon nimmst, weil dieses Pokémon ist eigentlich ganz cool. Aber das können wir leider nicht fangen. Das würde ich mir sonst gerne mit einsacken. Jetzt geht's mit 50 Liter und Volltreffer. Also Katapulta tut, könnte sehr weh tun. Aber Goldra ist. Ja. Das ist voll. Das kann nicht viel. Aber es reicht. Dann haben wir das auch erledigt. Also Skalik. Und jetzt kommen wir wieder mit Mopeko machen mit Tintenspringen. Ich mach die Route hier noch zu Ende. Und dann machen wir Feierabend. Wir sind mittlerweile auch schon bei fast einer halben Stunde. Skalik kenne ich hier nicht. Skalik kennen wir uns noch nicht. Schauen wir zumindest jetzt auf den Eintrag. Also nur den Eintrag, aber nicht die Fangen. So, damit ist nur die Skalik auch weg, weil das können wir hier nicht gefangen. Ach, so. Sandkrab raus. Brauchen wir nicht. Endlich. Sein Erdbeben nehme ich dann eine andere Dunkelkarte raus. Ich
gar nicht. Ein riesiges Nugget. 30.000, das ist also richtig Geld. Gut, dann haben wir doch hier diesen komischen Tänzer. Und da oben ist das Kastellit, was ich hier meine. Das möchte ich mir nämlich auch noch mitnehmen. Das fehlt uns noch. Und wie gesagt, uns fehlt eigentlich theoretisch nur noch zwei Pokémon dann auf der Liste. Bonzang und Rion. Und der hat einen Luxusball in der Hand. Und der fängt jetzt mit Togedemaru an, das vor 2 Jahren schon gefangen haben. Also nicht. So, Gigasauger. Luxus eben natürlich Giftattacke. Normal auf Start Pokémon. Mal ein bisschen KP noch. So, Samenbomben drauf. Nochmal Samenbomben. Und das kann man da sowas gehen. Dann haben wir das nicht auch einmal weg. So, einmal das Togedemaru weggenommen. Und er hatte nur ein Pokémon und das war das hier. Und das haben wir erledigt. So, Moment. So, dann haben wir das auch jetzt. Ja. Also ich werde jetzt keine Folgen machen, die jetzt für 30 Minuten gehen. Also es wird jetzt alles ein bisschen einfacher. Ich mache jetzt richtig Feierabend hier. Oh, Legios. Dich brauche ich gerade. Ich nehme mal das Item mit. Das ist ein Kingstein. Okay. Gut, da müssen wir gerade Moment warten. Legios gehört uns. So, dann sind wir hier gleich durch mit der Route. Dann werden wir in der nächsten Folge hier weitermachen. Hier haben wir noch ein letztes Interviewpärchen. Aber ich werde dieses Kastellit erstmal kurz hier mitnehmen. Und dann haben wir, glaube ich, fast alle Pokémon auf dieser Route. Also ich werde es nicht ganz schaffen, leider. Also Sacken. Das Kastellin kann sich nicht kurz wehren. Und dann haben wir das auch drin. Ein weiteres neues Pokémon auf der Route. Kämpfer den Stein. Und dieses Kastellin hat übrigens ein Item bewacht. Und zwar die TM43 Durchbruch. Die wir uns natürlich sehr, sehr gerne mitnehmen. Noch ein kleines Pärchen. Das heißt, hey, das machen wir in der nächsten Folge. Komm. Wir machen jetzt Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Shield. Wir haben lange, lange jetzt über 34 Minuten jetzt an dieser Folge gesessen. Ich würde mal sagen, wir machen Feierabend. Wir sitzen dann wieder und dann holen wir uns diese zwei Leute rechts und dann geht es tatsächlich hinten auf dem nächsten Teil weiter. Und da geht es auch langsam rechts ins Star. Naja, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss.